Calibre Games, Kai Perignon Games, kann ich nicht lesen, CDV, Software Entertainment. Präsentieren Grantos Attraction oder auch Julias Abenteuer im Reiterland. Und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Let's Play hier auf meinem Kanal. Gott, ist die Musik auch so gut. Ach, kann ich nicht. Okay, Sprache immer schön laut. So ist besser. Ja, genau. Julias Abenteuer im Reiterland, liebe Freunde. Du bist die letzte Hoffnung im Reiterland. Rette die verlassenen Pferde und erlebe spannende Reitabenteuer, wann immer du willst. Doch das ist längst nicht alles. Hilf mit bei der Pflege deiner süßen Lieblingspferde. Trage Zeitung oder Brötchen aus und du bekommst Geld, mit dem du dir in der Boutique ein wunderschönes Reitoutfit kaufen kannst. Vielleicht hast du auch mehr Spaß dabei, das Reiterland mit deinem Pferd oder einem Elektroroller zu erkunden. Es gibt so viel zu entdecken. Lass dich einfach vom Reiterland verzaubern. Ja, liebe Freunde, klingt doch sehr vielversprechend. Also ich guck mal, wie das mit dem Ton jetzt ist. Für mich war es ziemlich laut gerade. Was ist für euch denn... Ich hoffe, dass es bei euch dann auch klappt. Und ja, wenn nicht, dann muss ich das halt nachträglich ändern. Ich gucke auch mal, wie das mit der Auflösung hier ist. Ja, das muss ich ansonsten auch nochmal nachkorrigieren. Also kann sein, dass es in der nächsten Folge dann schon anders, in den nächsten Folgen dann schon anders aussieht. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir starten einfach mal. Neues Spiel. Mein Name... Ich gebe einfach mal Julia ein, weil offenbar heißen wir ja Julia. Guten Morgen und herzlich willkommen im Reiterland. Zeit, aus den Federn zu springen und den wunderschönen Tag im Reiterland zu genießen. Hier ist Ralf, der Radiomann vom Reiterland Radio. Ja, ich bin es selbst. Für alle, die noch nichts über das Reiterland wissen, hier ein paar Informationen. Im Reiterland wird Umweltschutz wahrlich großgeschrieben, meine lieben Freunde. Und deswegen gibt es hier auch keine qualmenden Autos, nur Pferde, Pferde und nochmals Pferde. Und seid ehrlich, Freunde, was gibt es Schöneres, als die Umgebung auf dem Rücken eines Pferdes zu erkunden? Natürlich könnt ihr auch zu Fuß, per Fahrrad oder mit einem Elektroroller auf Entdeckungstour gehen. Das Dorf Schönwalde ist das pulsierende Herz des Reiterlandes und hier findet der naturverliebte Tourist stets eine Unterkunft bei freundlichen Gastfamilien. Wundert euch nicht, wenn viele Bezeichnungen in englischer Sprache sind, aber wir leben vom Tourismus und wollen, dass sich alle hier gut zurechtfinden. In Schönwalde haben wir das Rathaus, die Kirche, die Touristeninformation, eine Tierarztpraxis, eine Apotheke und alles, was ein Dorf so braucht. Am besten, ihr geht einfach selbst mal auf Entdeckungstour. Die nähere Umgebung von Schönwalde bietet herrliche Naturerlebnisse. Im Süden findet man den Strand und die Parkanlagen. Im Westen befindet sich die Reitschule und gleich um die Ecke hat die ehrwürdige Reitvereinigung ihren Sitz, deren Reitturniere wahre Höhepunkte jeder Saison bilden. Das Reiterland wird durch den Fluss Frossbach geteilt, wobei der östliche Teil naturbelassen ist. Streifzüge durch die unberührte Landschaft lassen die Herzen der Naturfreunde höher schlagen. Ganz im Norden und Osten beginnen die Berge, die das Reiterland grandios umrahmen. Nun aber genug geredet, jetzt gibt's wieder die neuesten Hits vom Reiterland Radio. Mein Name ist Ralf, der Radiomann vom Reiterland Radio. Und merkt euch, Freunde, immer schön im Sattel bleiben. Okay, das war mal eine Eröffnung. Big Video. Wollte gerade sagen.
Bitte warten. Ladescreen, Leute. Kennt ihr noch Ladescreens? Aber es passiert irgendwie nichts. Doch, jetzt, jetzt. Grafik sieht so lala aus, aber naja, noch keine Vorurteile, ne? Es gibt Schlimmeres. Und in erster Linie zählt auch, wie das Spiel vom Gameplay her ist. Also für mich zumindest. Solange die Grafik nicht komplett unten durch ist. Ladeobjekt, oh Gott! Ich merke schon, das werden ordentliche... Ja. Ganz ordentliche Ladezeiten werden das hier. Aber es war doch mal eine Eröffnung. Nur so ein schönes Lied und so eine Erklärung. Ein eigenes, dafür, wenn sie sagen, das ist hier nur so ein kleines Dorf, wo es keine Autos gibt etc., aber hat einen eigenen Radiosender, ey. Warum nicht? Wird mir da angezeigt, wo ich hier bin? Village? Heißt das, ich bin im Dorf? Hoffe ich. Na komm. Gott, das wird mich nerven mit dem Ladebalken. Ja, ach, okay, jetzt. Hallo? What's happening? Ohne Decke? Wie warm ist denn gerade? Und vom Handy geweckt. Ah, oh, gibt's was Schlimmeres? Ist so ein altes Nokia, wa? Ja, steh mal auf. Hallo, hier Julia. Guten Morgen, Julia. Hier ist Nicole von der Reitschule. Du, ich bräuchte wirklich Hilfe bei der Stallarbeit. Könntest du nachher mal vorbeikommen? Hallo, Nicole. In Ordnung, bin schon unterwegs. Bis gleich. Super, Julia. Ich warte beim Reitstall der Reitschule auf dich. Bis gleich. Zur Reitschule. Das sind wir offenbar. Vor meinem Bett ist eine farbige Markierung. Betrete ich diese Markierung, so öffnet sich ein Menü mit folgenden Möglichkeiten. Spiel speichern, Spiel laden, Spiel verlassen, Einstellung ändern und das Informationsfenster schließen. Bewege mich nun aber zu meinem Kleiderschrank. Ich muss mir etwas zum Anziehen aussuchen. Mit Gute Idee. Änderst du meine Bewegungsrichtung. Mit Mausbewegung und den Pfeiltasten der Tastatur steuerst du mich. Pfeiltaste nach oben, ich gehe vorwärts. Nein. Pfeiltaste nach unten, ich gehe zurück. Nein. Pfeiltaste nach links oder rechts. Ich gehe nach links. Ja, ich hab's verstanden. Das ist dem verstanden. Ich jetzt auf die farbige Markierung vor dem Kleiderschrank, damit ich mir die Kleidung für den heutigen Tag aussuchen kann. Oh Gott. What the fuck? Pfeiltaste um, ja. Kann ich das ausschalten? Pony Dance, okay. Alter, was sind das für Geräusche? Das heißt also, ja, genau, ich muss hierhin, um mein Spiel zu speichern. Ich mache nochmal ein ganz kleines bisschen lauter. Ich speichere direkt mal. Fenster schließen. Okay, hier rein. Das System kenne ich von Abenteuer Tropicana. Geh in die farbige Markierung. In meinem Kleiderschrank gibt es folgende Bereiche. Kopf, Oberteile, Hosen und Schuhe. Jeder Bereich hat Auswahlpfeile. Und wenn du auf sie klickst, so stellst du mir meine Kleidung zusammen. Momentan habe ich noch keine große Auswahl an Kleidung. Aber ich kann mir in Jacquelines Boutique im Dorf neue Kleidung kaufen. Das ist gut. Brauche ich einen Helm? Was hast du denn so? Jeans oder Sport? Was ich? Ich zieh mal die Jeans an und... Nee, das Rote. Und Schuhe. Nee. Ich nehme so Turnschuhe. So. Sieht besser aus als der Schlafanzug. Das steht mir gut. Jetzt bewege mich durch die Tür, auf den Flur und die Treppe hinunter. Um nach draußen zu gelangen, gehe einfach auf die Markierung vor der Haustür.
Okay, die Musik ist schon derbst laut. So ist besser. Kann ich das irgendwie einstellen? Sagt mir ja nichts. Aber cool drehen kann ich sie. Okay. Ah, auf Shift kann ich rennen. Sehr schön. Es ist ganz ordentlich wie bei Abenteuer auf Tropicana, wer das kennt. Riesiges Haus und es ist nichts drin. Ich glaube, ich ja auch von Kaip hier rennen hier. Siehst du das Handsymbol auf dem Bildschirm? Ja. Das bedeutet, dass du eine Aktion ausführen kannst. Sehr schön. Klicke nun mit der linken Maustaste. Das hättest du mir nicht vorhin sagen können. Na gut, ist das unser Pferdchen da auf dem Bild? Um ins Haus zu kommen, einfach die Markierung vor der Haustür betreten. Jetzt muss ich aber schnell zur Reitschule. Reitlehrerin Nicole wartet dort sicher schon auf mich. Ich werde mit meinem eigenen Pferd Dolly hinreiten. Also los geht's zu meinem Pferd Dolly. Ich muss auf die farbige Markierung an der Weide gehen, um mein Pferd zu rufen. Muss ich das? Ich guck gerade mal in die, die Anleitung. Direkt das Wort vergessen. Ob hier was drin steht. Nee. Radio an, Ausdrücke R. Aber dann ist hier halt gar nichts, deswegen würde ich sagen, ich lasse es an. Das ist sonst irgendwie doof. Dolly heißt unser Pferd. Ganz allein auf der Kopf ist er auch nicht so artgerecht. Oh. Aber sie hört. Braves Pferd. Da kommt sie angestapft. Dolly, da bist du ja. In diesem Menü kann ich auswählen, ob ich mit meinem Pferd reiten will oder es auf die Weide soll. Wähle jetzt Reiten an. Reiten. Verstehen. Ich unterrichte auf. Also ich kann ja übrigens auch mit WASD steuern, nicht nur mit Pfeiltasten. Reiten ist ganz leicht. Drücke die Pfeiltaste nach oben, um Schritt zu reiten. Drücke die Endetaste, um zu traben und die Bild-Ab-Taste für Galopp. Mit der Pfeiltaste nach unten wird die Gangart verringert und mit der Leertaste springt man. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste kannst du absteigen und mit einem Klick auf die linke Maustaste wieder aufsteigen. Okay, eigenartige Steuerung. Die Taste M, um die große Karte aufzurufen. Karte! Freue mich auf deinen Besuch. Die große Karte zeigt das ganze Reiterland, wobei jede Region umrandet ist. Die Region, in der ich mich gerade befinde, ist besonders gekennzeichnet. Du siehst auf der großen Karte nun ein Hufeisen bei der Reitschule. Dort muss ich jetzt hinreiten. Drücke die Taste M erneut, um die große Karte zu schließen. Nicoles Reitschule. Okay, wird mir irgendwo auch angezeigt, wo ich bin? Irgendwie nicht, ne? Jetzt geht's weiter mit Musik, 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 Rider. Nicoles Reitschule. Okay, genau, Schritt. Die Natur des Reiterlandes so richtig genießen. Lerne reiten. Lerne Pferde zu verstehen. Ich unterrichte auf meinen eigenen Pferden. Funktioniert irgendwie nicht. Deine Nicole. Nicoles Reitschule. Nicole ist echt klasse, glaub mir. Bei ihr lernt ihr was. Jetzt geht's weiter. Aha, jetzt trabt sie, ja. Ach, ich muss gar nicht nach vorne drücken, ist ja auch schön. Und Ende. Das funktioniert irgendwie nicht. Das funktioniert irgendwie nicht. Halt! Wollte ich jetzt gar nicht. Nö.
Galopp will irgendwie nicht. Also ja, das Traben funktioniert. Aber galoppieren will's nicht. Jetzt funktioniert irgendwie gar nichts mehr. Ich bin verwirrt, Leute. Ah, jetzt. Jetzt funktioniert's. Okay. Oh Gott, jetzt läuft die ganze Zeit diese Mucke. Sauf. Ich bin jetzt total in die falsche Richtung geritten, oder? Komm zu uns ins Rennland. Okay, Leute, darunter werden wir ganz schön leiden, glaube ich. Aber ich lasse es an. Es ist mir immer noch lieber, wenn ich gar keine Musik hier hätte. Nochmal gucken. Wo bin ich jetzt? Hier. Okay, ich kann einfach geradeaus und... Okay. Aber gut, ich muss nicht nach vorne. Ich muss halt wirklich nur... rechts, links... Ja, das sieht schon mehr nach richtig. Das sieht schon richtiger aus. Das Spiel wird für mich wieder sehr kartenlastig. Weil ich. Irgendwie wird mir das ja nicht angezeigt, wo ich hin muss. Oder ich habe es noch nicht gesehen. Ich muss halt immer auf die Karte gucken. Erlebe grandiose Reiter bei den Turnieren der Reitvereinigung des Reiterlandes. Ja, gerne. Jede Saison bietet 4 unvergessliche Reitturniere. Oh je. Erlebe live das Nathanger Pferderennen, das Schönwalder Springturnier und das Reiterland-Springrennen. Auf keinen Fall solltest du den Höhepunkt der Saison verpassen, das Grand Horse Attraction Turnier. Die Reitvereinigung freut sich auf deine... Nee, das ist keine Reitschule. Das Turnier ist echt der Hammer, Freunde. Damit ihr nicht gleich völlig abdreht, hier etwas Ruhigeres. Bossa Cavalla. Das... Achso, das Rote zeigt mir doch... Ah, das Rote zeigt mir an, wo ich hin muss. Ah, und das ist Nicole, schätze ich. Kann ich da mit meinem Pferdchen rein? Nein, muss zu Fuß in die Markierung gehen. Okay. Mach ich. So, das wird Nicole sein. Hallo Julia, schön, dass du sofort gekommen bist. Hallo Nicole, wie kann ich dir helfen? Ich brauche Hilfe bei der Stallarbeit, die du natürlich auch bezahlt kriegst. Grundsätzlich gibt es 3 Arbeiten zu verrichten. Pferde füttern, Pferde putzen und die Boxen ausmisten. Okay. In Ordnung, kein Problem. Wann soll ich anfangen? Du kannst sofort mit dem Füttern der Pferde anfangen. Ich zeige dir jetzt, wie es geht. Folge mir bitte zum rechten Stalleingang. Okay. Steht hier eigentlich auch immer so weit auseinander, wenn ihr mit irgendwelchen Leuten redet?